Uno Flex ist ein Kartenspiel für 2 bis 8 Personen und erschienen ist es bei Mattel. Es ist eine Variation des klassischen Unos, jedoch mit speziellen Powerkarten und mehrfarbigen Karten bzw. Karten mit verschiedenen Funktionen. Die sogenannten Flex-Karten. Bei Uno Flex gibt es 3 verschiedene Kartenarten. Zunächst gibt es die klassischen Karten in den Farben Rot, Gelb, Blau und Grün. Diese sind mit einer Besonderheit versehen. Ab sofort können nämlich auch farbenblinde Menschen mit UNO-Karten spielen. Die Ecken hier an der Seite zeigen nämlich die Farbe an. 4 Ecken für Blau, 3 Ecken für Rot, 2 Ecken für Grün und 1 Ecke für Gelb. Des Weiteren gibt es unterschiedlichste Flex-Karten, Näheres dazu natürlich noch später im Video, und Power-Karten. Vor Spielbeginn werden die Powerkarten vom Kartendeck getrennt. Jeder Spieler erhält eine davon. Diese Karten werden zu Spielbeginn mit der grünen Seite nach oben, also mit dem Häkchen, vor jedem Spieler abgelegt. Nicht benötigte Powerkarten können jetzt aus dem Spiel genommen werden. Der Kartengeber wird bestimmt und dieser mischt die Karten gut durch. Es werden 7 Handkarten an jeden Spieler ausgeteilt. Die restlichen Karten kommen als verdeckter Nachziehstapel in die Tischmitte. Die oberste Karte vom Nachziehstapel wird umgedreht und offen daneben hingelegt. Diese bildet den Ablagestapel. Sollte man dabei eine Aktionskarte aufgedeckt haben, so wird deren Effekt ignoriert und die nächste Karte aufgelegt. Der Spieler links vom Kartengeber beginnt das Spiel und anschließend geht es reihum im Uhrzeigersinn weiter. Der Spieler, der an der Reihe ist, versucht ganz genauso wie beim klassischen Uno eine Karte aus seiner Hand auf den Ablagestapel zu legen. Diese Karte muss in Farbe, Nummer und/oder Symbol mit der offenliegenden Karte auf dem Ablagestapel übereinstimmen. Wenn man eine passende Karte hat, so legt man sie ganz einfach darauf ab. Sollte man hierbei eine Aktionskarte ausspielen, so wird diese Sonderaktion ausgeführt. Näheres dazu noch etwas später im Video. Sollte man allerdings keine passende Karte in seinen Handkarten besitzen, so muss man die oberste Karte vom Nachziehstapel ziehen. Sollte die neu gezogene Karte auf den Ablagestapel passen, darf man diese allerdings sofort ausspielen. Bei Uno Flex besteht übrigens kein Zugzwang. Das heißt also, sollte man aus taktischen Gründen keine seiner Handkarten ausspielen wollen, so muss man dann alternativ eine Karte vom Nachziehstapel auf die Hand nehmen. Die neu gezogene Karte dürfte man dann sogar ausspielen. Sobald ein Spieler also seine Karte gespielt hat bzw. gezogen hat, endet der Zug. Und der nächste Spieler ist an der Reihe. Eine der Neuzugänge in Uno Flex sind die sogenannten Flex-Karten. Jede dieser Karten hat 2 unterschiedliche Seiten. Der Großteil der Karte zeigt die normale Seite dieser Karte an. Die untere rechte Seite dieser Karte ist die Flex-Seite. Diese zeigt eine andere Farbe und/oder ein anderes Aktionssymbol an. Um die Flex-Seite der Karte verwenden zu können, muss sich die eigene Power-Karte, die man zu Beginn des Spiels erhalten hat, auf der Seite mit dem grünen Häkchen befinden, also nach oben zeigend. Übrigens, für den nachfolgenden Spieler zählt die reguläre Seite der Karte. Wie wir bereits wissen, ist die Powerkarte doppelseitig. Wenn die Seite mit dem grünen Häkchen nach oben zeigt, ist die eigene Powerkarte derzeit aktiv. Somit kann man also die Flex-Funktion einer Karte nutzen. Sollte die eigene Powerkarte derzeit auf Rot gedreht sein, so darf man die Flex-Seiten der Karten nicht nutzen. Sobald ein Spieler die Flex-Funktion einer Karte nutzt, muss er die Powerkarte auf die rote Seite drehen. Diese Karte zeigt dann so lange die rote Seite an, bis eine der folgenden Fälle eintritt. Sobald sich die Powerkarten aller Spieler auf der roten Seite befinden, werden diese von allen Spielern gleichzeitig wieder auf die grüne Seite gedreht. Sollte ein Spieler eine Karte mit dem Flip-Symbol in der Ecke auf den Ablagestapel legen, so kann er seine Powerkarte ebenfalls umdrehen.
Das Umdrehen der Powerkarte ist übrigens nicht optional, es ist also Pflicht. Und sobald der Umdreh-Joker gelegt wird, müssen alle Spieler ihre jeweiligen Powerkarten umdrehen, ganz egal welche Farbe sie zuvor angezeigt haben. Kommen wir zunächst zu den Sonderkarten, die wir bereits aus dem klassischen UNO kennen. Wird die Zieh-2-Karte gelegt, so muss der nächste Spieler zwei Karten vom Nachziehstapel ziehen und setzt zugleich aus. Wird die Retourkarte gespielt, so ändert sich die Spielrichtung. Wurde bisher im Uhrzeigersinn gespielt, wird fortan gegen den Uhrzeigersinn gespielt. Wird die Aussetzenkarte gespielt, so muss der nächste Spieler aussetzen und verliert somit seinen Spielzug. Nun zu den Neuheiten. Wenn der Umdreh-Joker gelegt wird, dieser kann übrigens jederzeit, sofern man an der Reihe ist, gelegt werden, so müssen alle Spieler ihre Powerkarten auf die andere Seite drehen. Außerdem ist diese Karte ein Joker. Der Spieler, der sie legt, darf sich also die Farbe aussuchen, mit der fortan weitergespielt wird. Die Flex Plus 2 Karte funktioniert auf ihrer normalen Seite wie die klassische Plus 2. Als Flexkarte muss jeder Spieler eine Karte ziehen. Aber der nächste Spieler verliert zumindest nicht seinen Spielzug. Die Flex-Retour-Karte funktioniert als normale Karte gleich wie die klassische Retour und auf ihrer Flex-Seite wie eine Kombination aus Retour und Aussetzen. Zunächst wird die Spielerrichtung umgekehrt und anschließend muss dieser Spieler, der dann an der Reihe wäre, sogar aussetzen. Die Flex-Aussetzen-Karte funktioniert auf ihrer normalen Seite wie die klassische Aussetzen-Karte. Als Flex-Karte müssen alle Spieler einmal aussetzen. Das heißt also, der Spieler, der sie gespielt hat, ist erneut an der Reihe. Der Flex-Zieh-2-Ziel-Joker funktioniert auf ihrer normalen Seite wie der Farb-Joker. Als Flexkarte bestimmt der Spieler, der diese Karte gespielt hat, einen Mitspieler, der zwei Karten ziehen muss. Anschließend ist aber der nächste Spieler im normalen Spielzug an der Reihe. Außerdem ist diese Karte dann zusätzlich noch der normale Farbjoker. Der Spieler, der diese gelegt hat, sucht sich also noch die Farbe aus, mit der weitergespielt wird. Die Flex alle ziehen Joker Karte funktioniert in ihrer normalen Funktion wie der Farbjoker. Als Flex Karte muss allerdings jeder Spieler zwei Karten ziehen. Der nächste Spieler muss allerdings nicht aussetzen. Die Flex-Zieh-4-Joker-Karte passt auf jede beliebige Karte. Man darf diese Karte aber nur dann ausspielen, wenn man keine passende Karte in derselben Farbe der obersten Karte auf dem Ablagestapel in der Hand hat. Wenn diese Karte gespielt wird, hat der nachfolgende Spieler zwei Möglichkeiten. Entweder zieht er die vier Karten vom Nachziehstapel oder er fordert den Spieler heraus. Hat der herausgeforderte Spieler keine passende Farbe in der Hand, so muss der Herausforderer nun 6 anstelle von 4 Karten auf die Hand nehmen. Hat der Spieler allerdings doch eine passende Karte in der Hand und somit diese Karte zu Unrecht ausgespielt, so muss dieser die 4 Karten ziehen. Zusätzlich ist diese Karte auch ein Farbjoker. Der Spieler, der diese gespielt hat, darf sich also aussuchen, mit welcher Farbe fortan weitergespielt wird, ganz egal wie eine mögliche Herausforderung ausgegangen ist. Der herausgeforderte Spieler muss übrigens dem Herausforderer seine Handkarten zeigen. Und Joker gelten übrigens ebenfalls als farblich passende Karten. Als Flexkarte bestimmt der Spieler, der diese Karte gespielt hat, einen beliebigen Mitspieler, der die vier Karten ziehen muss. Anschließend geht es in der normalen Spielerreihenfolge weiter. Und auch hier ist diese Karte zusätzlich ein Farbjoker. Sobald ein Spieler seine vorletzte Karte auf den offenen Ablagestapel legt, so muss er laut UNO rufen. Sollte darauf vergessen werden und ein Mitspieler bemerkt das, bevor der nächste Spieler seinen Zug getätigt hat, so muss dieser Spieler, der darauf vergessen hat, zwei Strafkarten ziehen. Sobald ein Spieler seine letzte Handkarte loswerden konnte, hat er das Spiel gewonnen. Dieser erhält dann Punkte für die Karten, die seine Mitspieler noch auf der Hand haben. Alle Zahlenkarten, also die Zahlen 1 bis 8, haben deren jeweiligen Wert. Alle Sonderkarten, also Aussetzen, Retour, Zieh 2 und deren jeweiligen Flex-Versionen, zählen für jeweils 20 Punkte.
alle Joker-Karten, also alle Karten mit dem schwarzen Feld hier. Also der Flex zieht zwei Ziel-Joker, Flex alle ziehen Joker, der Flex zieht vier Joker und der Umdreh-Joker zählen für jeweils 50 Punkte. Die Punkte aller Spieler werden von Runde zu Runde notiert und der Spieler, der als erster 500 Punkte erreicht hat, gewinnt.